Das haben wir zwar kein Weitwinkelobjektiv, aber, oh, scheiße, jetzt schiebe ich die Kamera die ganze Zeit mit. Sonst warm, das ist die Glasscheibe hier. Und da wollen wir jetzt mal gucken, für die Duschabtrennung zu bauen. Müssen wir die jetzt mal auspacken. So, wo ist die Packung geklebt? Hier, Rückseite. Aber jetzt sind wir hier auf die Kante stellen, hier sind Schutzecken dran, ne? Nee. Doch. Mit Plastikecken dran zum Aufstoß. Das heißt, wir müssten die jetzt einmal anders. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Aber hier hast du Löcher auf der anderen Seite nicht, oder? Die sind nicht von vorne nur reingesteckt, oder was? Siehst du hier? Ja, ja. Das ist eher innen, ist oder was? Die Innenseite. Dann müssen wir ja, würde ich sagen, außen müssen wir erfahren. Ja gut, du willst hier nicht sehen. Ne? Können wir ruhig zur Stelle eigentlich so lassen. Nee. Hm? Die Außen- und die Innenseiten sind ja verschieden. Ach so. Die Außenseiten. Mit der Beschichtung. Ja, ja. Wie wollen wir das drehen so? Und den Fehler habe ich auch. Dann legen wir es nach hier drauf, drehen sie einmal rum oder was? Nein, das schaffen wir nicht. Nein, passt nicht. Aber wir müssen den Flur drehen. Den Flur kann man so rüber, oder? Also kippen wir müssen ja eigentlich nur einmal. Also kippen wir es nach hier. Oder was? Ich bin mir unsicher. Was ist denn hier hinten noch? Achso, die ist noch ein Papp. Von da nach da. Müssen wir es einmal drehen. Tut mir gut sein, ne? So, jetzt tun wir sie bisher erstmal komplett schräg, damit wir sie oben durch die Tür durchkriegen. Ne? Wir müssen hier einmal einfach nur drehen. Ja, kriegen wir das so nicht gedreht, wenn wir sie jetzt hier drauflegen. Ja, das ist blöd mit der Fensterfolie doch. Wie breit ist denn der Zeug? Na toll. Da ist wahrscheinlich Loxon im Weg. So. So. So, die müssen wir erst dann festmachen wahrscheinlich. Das heißt, wir stellen die Scheibe jetzt wieder hinten gegen die Wand. Am besten gegen die Tür ran, das Holz. Ja. Zu dir noch ein Stück. So. Da war irgendwie so ein Zubehörpack dabei, ne? Ja. So, mal gucken, was wir da alles so drin haben. Alle möglichen Abdeckkäppchen und Schrauben. Komm jetzt hier raten, was wohin gehört wahrscheinlich. Wie immer. So. So hin, oder? Mhm. Genau auf die Kante, ja. Ja. Die Frage, ob wir hier neue Löcher bauen, ist genau die Fugen, oder wollen wir genau die Fugen reinmachen? Aber komm, ja. Also wir bauen neue Löcher wahrscheinlich, dass wir genau in die Fuge treffen. Ne? Hier würden wir fast genau treffen. Also da ist ein Akkuschrauber und da ist vierer Bohrer oder so. Du hast gesagt, der ist hier oben. Oder? Akkuschrauber ist hier oben, das ist aber ein, guck mal, ein vierer Bohrer. Gucken wir jetzt mal.
Müsste das Glas wirklich immer auf den Fliesen draufstehen? Das ist natürlich schwierig. Kann man nicht irgendwie was? Ne, ich wollte eigentlich, dass hier, gut, wir könnten vorne so einen Kunststoffstreifen erstmal unterlegen, das sieht man natürlich, ne? Aber hier ist so ein transparentes Ding eigentlich dabei, wo die Scheibe normalerweise reingestellt wird, aber das könnten wir nachher rausziehen. Oder einfach nur abschneiden, dass ja. Das unten bleibt. Ja, das kann man rechts und links Silikon dann dran machen. Nein. Ja, hier vorne, ja. Das ist, ich will das wieder komplett mit Silikon aufspritzen, hält das ja, ne? Ich meine, dass es trotzdem sich irgendwo bewegt. Ja. Scheibe. Tot. ESG-Glas hält schon viel aus. Müssen wir nur mal gucken, dass wir die dann genau hier reinkriegen. Das ist nicht. Das hält. Geh mal bei dir ab, bei dir runter. Warum? Lass mal ab. Achso, du stehst. Aber mir sind Dinger. Ich schieben. Ja. Aber warte mal, ich muss auf meinen Finger jetzt gleich. Jetzt lass mal runter. Kannst du so schieben? Unten? Nein. Nee. Irgendwie schiebt es sich nicht. Ja. Nur jetzt müssen wir unten, muss ich da weiter. Nach zu dir. Ja, warte mal, Tattoo. Ich mach das hier mal. Halt mal gerade so. Dann gehe ich hier hinten in die Ecke. Und schieb das mal unten ein paar und. Ne, so geht's nicht, da schiebe ich die Schiene mit. Ich die Schiene unten dann mit, weil das Ding hängt noch ein bisschen hier drin. So, jetzt. So. Das hängen wir irgendwo. Ach, jetzt. Immer noch nicht. Und hier ist es eigentlich. Jetzt kommt's. Aber unten nicht. Doch. Ja. Ja. Gut. Na, vorbohren oder was? Muss man nicht vorstellen. So, müssen wir erst so Hülsen hinterlegen. Haben wir gerade im Set hier entdeckt, was da alles bei ist. Damit da so Abdeckkäppchen drauf passen. Dass die Scheiben nicht wackelt. Äh,
Die hat mir gerade angehalten, mal die Höhe hier hinzukriegen von dem Dings hier. So, das heißt, jetzt brauchen wir eine Schraube. So, 4x40 oder sowas. Ist eine dabei? Ja, die ist jetzt wieder scheiße. Hm. Ich habe wieder am liebsten Torx. Wo ist denn der Torx-Bit? Dann USB, deshalb kommen ja kein Dübel und kein Nix, das ist der praktische Vorteil. Ja. Das ist in die schon drin, oder was? Ja. Ja, was ist denn drin? Jetzt schon mal was zum Hochklettern. Was denn klemmen vorne? Da können die Dinger hier abschneiden. Und wir haben die hier im Magen geschoben, dick genug. Ja, die kommt bei mir schon oben rein. So, jetzt habe ich schon verschiedene Farben Silikon gerade hier rumliegen. Das war nicht die beste, die idealste Variante, aber so, nehmen wir es gerade ein bisschen Chlorpapier hier, gleich zum Abputzen. Ideal deshalb, weil ich habe, wo sind noch die Späne von eben, so, jetzt sind wir hier genau, ich habe jetzt hier dieses Plastikteil hier drunter gelassen, hier unten. Wir könnten jetzt noch einen ganz kleinen Tick nach außen, sehe ich hier, so, dass wir genau die Fuge haben, so. Und zwar, das ist ja normal hier unten dieses Basaltgrau, nahezu Anthrazit, natürlich relativ hell jetzt durch Staub und sowas. Deshalb spritzen wir es hier unten. Ich habe jetzt noch Anthrazit hier rumliegen gehabt, weil Basaltgrau hatte ich keins mehr. Da tun wir jetzt dann hier unten die Fuge in Anthrazit machen. So. Schräg abschneiden. Und dann tun wir also ins Magazin. So. Ich stutze das mal hier unten. Klar, wird rausdrehen hier. So, ich stutze das mal hier unten. Ab. Staub jetzt die Ecken machen, eben festmachen. So, das heißt ein bisschen dunkel wahrscheinlich, aber es ist nicht so schlimm, sieht man nachher nicht. Die Fugen nachher auch mal dunkel sind dann. Und wir ziehen es ganz klein ab. So. Die andere Seite auch. Einmal transparent abspritzen können, habe ich schon gerade nicht da. Aber nicht so schlimm. Wir ziehen eine ganz kleine Fuge, da wird man es kaum sehen. So. Und jetzt sprühen wir es ein.
guckt der Teddy durch die Luke. So. Und jetzt. Was nehmen wir hier für einen kleinen Mini-Radius? Hier den ganz kleinen wahrscheinlich. So. So. Ja, Fingerholzspüli. So. Und jetzt kann das da unten hart werden, dann bewegt die Scheibe da unten auch nicht mehr hin und her. Das müssen wir hinten noch runter. Da wäre eigentlich mein Liebsten. Ich weiß nicht, wie viel habe ich hier noch drin. Das reicht wahrscheinlich nicht. Ich könnte es versuchen. Silbergrau. Ich weiß nicht, ob hier ist nur ein kleiner Rest noch drin. Ob das reicht, wenn nicht, muss ich mir noch eine Kartusche nachbesorgen. So, mal gucken, ob der Rest reicht, wenn ich ganz dünn nur hier runterziehe. Aber unten muss ich erstmal trocken putzen. Da habe ich eben mit dem Seifenwasser aber in der Ecke. Sonst hält es hier nicht. So, ich habe mal durchgeputzt, den ganzen Dreck weggemacht. Und jetzt haben wir die Scheibe auch dran. Passt alles. Und jetzt muss man noch irgendwann mal das Deckenpanel noch bauen, das Bedienpanel und so weiter. Aber das kommt noch. Nur ein bisschen Zeit für haben. Ne? Aber haben wir schon mal die Scheibe drin.